die Anforderungen, um Wandel zu erreichen, und die Rolle von Wissen. Let's talk about these concepts for a moment. Human beings everywhere say that they want certain things in their life. Die Menschen sagen, sie wollen bestimmte Umstände für sich und den Rest der Welt haben, wie zum Beispiel Glück, Gesundheit, Frieden, Freiheit, Wohlstand, etc. Dies sind auch großartige Dinge, die wirklich erstrebenswert sind. Und viele sagen, dass sie das wollen für sich und für andere. Aber ich bin der Meinung, dass sie nicht ehrlich zu sich selber sind. Sie sagen zwar, dass sie sowas haben wollen, aber wenn man ihnen sagt, dass sich das nicht automatisch oder magisch manifestiert, dann geben sie zu, dass sie nicht bereit sind, das zu tun, was notwendig ist. Es ist ja nicht so, als wären diese Dinge omnipräsent in unser aller Leben. Deswegen sagen ja viele Leute, dass sie das haben wollen, weil sie es nicht haben. Entweder nicht alles oder nicht genug davon. Es gibt aber Anforderungen, um diese Umstände zu erreichen. Wenn diese Anforderungen nicht erfüllt sind, werden diese Umstände nicht automatisch oder wie durch Zauberei oder ein Wunder entstehen. Aber die Leute glauben, dass sie trotzdem auf, in Anführungsstrichen, magische Art diese Dinge erreichen können, ohne das Notwendige dafür tun zu müssen. Genau dabei geht es aber im echten Gesetz der Anziehung. Bestimmte Dinge, die man haben will, manifestieren sich nicht einfach, nur indem man daran denkt oder Gefühle dafür entwickelt. Das ist eine New Age-Täuschung. Aber es gibt Anforderungen, die erfüllt werden müssen, um das zu erreichen. Es gibt Anforderungen in der Natur. Wenn man etwas anders haben möchte, als es jetzt gerade ist, dann gibt es Anforderungen. Wenn du zufrieden bist mit dem Stand der Dinge, gibt es keine Anforderungen. Es gibt keine Anforderungen, um Wandel zu erreichen. Wenn man den Status quo akzeptiert, dann braucht man nichts tun, aber es könnte schlechter werden, wenn man nichts tut. Aber wenn man echten Wandel erreichen will, dann gibt es Anforderungen. Viele New Age-Lehrer werden einem das nicht sagen oder es sogar leugnen, dass es Anforderungen gibt, um Wandel zu erreichen. Es gibt spezifische Anforderungen für das, was Menschen haben wollen, damit sie es erreichen. Wenn diese Anforderungen nicht erreicht werden, werden sich diese Umstände nicht auf magische Art oder wie ein Wunder manifestieren. Das funktioniert so nicht, Leute. Das wird bei vielen direkt am Anfang die Seifenblase zerplatzen lassen. Aber es ist von grundlegender Wichtigkeit, es zu verstehen. Was sind also diese Anforderungen? Wir müssen bestimmte Dinge wissen. Wissen ist erforderlich. Wissen, was uns zu Handlungen ermächtigt. Wenn die Menschen und noch mehr Gruppen oder ganze Völker, die diese Umstände haben wollen, sie noch nicht erreicht haben, dann folgt logisch daraus, dass ihnen das Wissen über die Anforderungen, dies zu erreichen, fehlt, soll heißen, es ist nicht verfügbar oder, wenn verfügbar, sie es bewusst ignorieren. Sie lehnen es also ab, weil es unangenehm ist und deswegen akzeptieren sie nicht die Anforderungen und handeln dementsprechend. Manche werden sagen, wir haben die gewünschten Umstände teilweise, aber nicht ganz. Besonders nicht als Gesellschaft oder global gesehen. Solange dieses Wissen unbekannt bleibt oder ignoriert wird, ist das Manifestieren bzw. das Erreichen dieser Umstände unmöglich für sie. Es wird nicht passieren. Es ist eine Unmöglichkeit, dass sich das gewünschte Ergebnis manifestiert, ohne dass die Anforderungen erreicht wurden. Genau darüber, was diese Anforderungen und welches Wissen das ist, werden wir hier heute sprechen. Dieses Wissen ist okkultiert, also geheim gehalten. Wie viele Leute haben gedacht, dass sie heute Informationen über Okkultismus hören werden? Bitte Handzeichen.
Okay, etwa die Hälfte des Raumes. Für die anderen könnte es ein Schock sein. Das Wort Okkult stammt vom lateinischen Occultus, was versteckt bedeutet. Es kommt vom lateinischen Substantiv Oculus, was Auge bedeutet. Was wiederum vom lateinischen Verb occultare abstammt, was etwas verstecken, geheim halten bedeutet. Das Okkulte ist also Wissen, was geheim gehalten wird. Es wissen nur sehr wenige Leute, repräsentiert von der Spitze der Pyramide hier. Occultare means to hide, to conceal or to keep secret, to keep hidden from the eye, so that it cannot be seen. The information regarding natural law is occulted knowledge. It is knowledge that has been hidden from humanity. Okay, it has been. Diese Pyramide des Wissens zeigt oben die wenigen Wissenden und unten die ignorante Masse an. Je höher man geht, desto mehr Wissen, und nur ganz oben sind die wenigen Leute, die diese Informationen besitzen, verstehen und verinnerlicht haben. Ganz unten hat man kein Wissen. Die ignoranten Massen. Darüber sind die Leute, die bestimmtes Wissen über die Naturgesetze haben und diese für bestimmte Zwecke nutzen. Dazu kommen wir aber auch noch. Bitte behaltet das im Hinterkopf, dass wenn ich in diesem Seminar von Okkultem spreche, meine ich geheimes Wissen. Warum sollte jemand Wissen verheimlichen? Vor allem, wenn es so wichtig ist. Darüber sprechen wir noch, aber zuerst müssen wir darüber reden, was dieses geheime Wissen ist. Wenn ich von okkultem Wissen spreche, was meine ich damit? The knowledge of the occult. What do I mean by that? All right? Occult knowledge constitutes. Es gibt im Groben zwei Wissensbereiche im Okkulten. Im Okkulten werden sie Arcana genannt. Arcana kommt ebenfalls aus dem Lateinischen und bedeutet Wissen. Wissen, was die Masse nicht versteht. Einer der beiden Bereiche wird kleinere Arcana genannt. Okay, that's all it means. So there's two bodies of knowledge. There's one body of knowledge in the occult called lesser arcana. Und meint damit das Wissen um den Mikrokosmos, wie die Dinge im Kleinen funktionieren. Es bedeutet nicht, dass sie weniger wichtig sind. Es heißt, dass sie sich mit dem einzelnen Individuum beschäftigen, der menschlichen Psyche, der Psyche des Individuums. Okay, so the first part. Dieses okkulte Wissen enthält, wie unser Bewusstsein arbeitet, wie es funktioniert, was es motiviert. Der zweite Bereich ist als große Arcana bekannt. Das heißt nicht, dass es wichtiger ist, sondern dass es sich um den Makrokosmos dreht. Die universellen Gesetze sind ein Teil der großen Arkana. Die Naturgesetze fallen dabei in diesen zweiten Bereich des Wissens. And what I call here today under the umbrella the term natural law falls into that second category of greater knowledge, the greater arcana of occult knowledge, okay? Das Wissen über die unsichtbaren, natürlichen, universellen, spirituellen Gesetze. Das Wort Nature kommt vom ägyptischen NTR, was Nature ausgesprochen wird, und es bedeutet Geist. Das Wort Netter in Ägyptischen, which would have been spelled without vowels, if we transliterated it, it would be NTR in English. Netter means spirit. In Egyptian, in ancient Egyptian.
Das englische Suffix al im Wort natural bedeutet bezogen auf. Al as a suffix actually means of or related to or having come from. Okay? So natural bedeutet also wörtlich auf den spirituellen Bereich bezogen oder auf den göttlichen Bereich bezogen. Es geht also um spirituelle Gesetze, die im unsichtbaren Bereich arbeiten. Sie manifestieren sich im physischen Bereich. Darüber sprechen wir noch. Es greift im spirituellen Bereich und das Ergebnis manifestiert sich dann im physischen Bereich. It starts in the spiritual domain and then it manifests in the physical domain. All right? So it's important to understand these two bodies of knowledge. The lesser arcana, okay, is about. Die kleine Arcana dreht sich um das einzelne Bewusstsein und die große Arcana dreht sich um die Gesetze, die das makrokosmische Universum regeln. The greater knowledge is about the laws that govern the macrocosmic universe. All right? So what these laws do, this body of. Diese große Arkana ist das Wissen um die Gesetze, welche die Konsequenzen unserer Handlungen bestimmen. They're universal spiritual laws which govern the consequences of behavior. They govern the consequences of behavior. And I would add a. Ich möchte das genauer erläutern. They govern the consequences of behavior for intelligent species. Diese Gesetze gelten für intelligente Spezies, die die Möglichkeit haben, diese Gesetze zu verstehen. Okay? I would delineate that from. Bei Tieren greift das nicht. Tiere werden anders behandelt als Menschen, weil sich wohl kaum jemand hinsetzt und seiner Katze diese Gesetzmäßigkeiten erklären wird. Wenn man nun fragt, warum werden Tiere nicht ebenso behandelt? Weil sie nicht auf der gleichen Bewusstseinsebene mit uns sind. Es gibt Unterschiede im Verständnis, wie bestimmte Dinge funktionieren. Deswegen wird wohl kaum einer seinem Hund Physik erklären. Da wir es begreifen können, werden wir anders behandelt. So we are held to a different account when it comes to natural law. It governs human behavior. It would be an easy way of saying it. This body of knowledge is consequentialism by past researchers and teachers. And I have no problem. Ich habe damit kein Problem, da ich gesehen habe, dass es meinen Lehren sehr ähnlich ist. Quite similar, okay, in its scope and what it teaches. It's been called karma. Es wird auch Karma oder karmische Gesetze im Mittleren und Fernen Osten genannt. Okay, and I have no problem with that term for it either. In einigen christlichen Traditionen wurden diese Gesetze moralische Gesetze genannt oder Gottesgesetze. Damit habe ich auch kein Problem, denn im Grunde ist es das gleiche Wissen. Aber wir werden hier und heute tief eintauchen, wie es funktioniert und in unseren Leben greift. Warum wird dieses Wissen zurückgehalten? Das Wissen des Okkultismus, also das geheime Wissen, wie unser Bewusstsein und die Naturgesetze funktionieren, ist nicht weithin bekannt. Daher ist es kein exoterisches Wissen, sondern esoterisches Wissen, was nur wenigen vorbehalten ist. Und es gibt einen Grund dafür. Dieses Wissen wird zurückgehalten oder bewusst geheim gehalten, um ein Machtdifferenzial zwischen den Wissenden und den Unwissenden zu erschaffen und zu erhalten. Denn wenn einer sehr viel Wissen hat und wirklich weiß, wie die Dinge laufen, zum Beispiel so etwas Triviales wie menschliches Bewusstsein, Wahrnehmung und Motivation arbeitet, kann man viel machen. Somebody has deep knowledge of that information. Wenn man diese Person einer Gruppe gegenüberstellt, die davon keine Ahnung hat, was meint ihr, was diese Person mit der Gruppe machen kann? See, the way I ask people to look at this is real simple.
Stellt euch einen Top-Psychologen vor, eine Koryphäe auf seinem Gebiet, der sämtliche richtungsweisenden Fachbücher geschrieben hat. Er hat sämtliche Trophäen, eine gut aussehende Frau daheim, sein Bentley, Villa, Yacht, Aktien, Bankkonten, mit großen Scheinen und goldenen Plastikkarten, gefülltes Portemonnaie, etc. Dieser Mann findet heraus, dass seine Frau mit einem Nachwuchsfußballer fremdgeht. Er sucht, findet und lernt den Jungen kennen. Der Junge interessiert sich nur für Fußball und Videospiele und guckt viel fern. Der Psychologe freundet sich mit dem Jungen an, um mehr über ihn herauszufinden. Was meint ihr, könnte der Psychologe mit dem Jungen machen? Mit ein bisschen Zeit, seinem Hass, seinen Möglichkeiten und mit seinem Wissensvorsprung? Alles. Er kann in seinen Kopf, er kann sein Selbstbewusstsein bearbeiten und mit ein bisschen Zeit kann er sein Leben zur Hölle machen. Nur durch seinen Wissensvorsprung und mit seinem Hass als Waffe. Die Menschheit ist in der Position des Jungen. Auch wenn die Menschheit nicht unbedingt etwas getan hat, um so etwas zu verdienen, sind wir in der Position des Jungen. Denn die Mächtigen, die all das Wissen haben, hassen uns. Und sie führen uns mächtig vor, weil wir das Wissen nicht haben. Solange sich das nicht ändert, ist das Spielfeld nicht eben. Erwartet eher, dass es schlimmer wird. Das Wissen wird zurückgehalten, um ein Machtdifferenzial zwischen den Wissenden und den Ignoranten zu erschaffen und zu erhalten. Das Wissen um die Naturgesetze und wie es arbeitet, ist die am meisten geheim gehaltene Information dieser Welt. Um euch vor genau diesem Wissen und Verständnis abzulenken, sind all die Ablenkungen da draußen. Die endlosen Trivialitäten, der Schwachsinn der Nachrichten, Videospiele, das TV-Programm und Sport. Es ist alles dazu da, um euch genau hiervon abzulenken. Ich möchte nicht, dass ihr mir das glaubt, aber ich sage euch aus meiner jahrelangen Erfahrung aus den dunklen Mysterientraditionen, sie wollen nicht, dass ihr das hier erfahrt. Und das weiß ich aus erster Hand. Wie viele wissen, dass ich im dunklen Okkultismus tätig war? Okay, gut. Das Wissen um die Naturgesetze und wie es arbeitet, ist die am meisten geheim gehaltene Information dieser Welt, welches die Mächtigen der Menschheit um jeden Preis vorenthalten wollen, weil es das Spielfeld einebnen und das Ende für ihr Kontrollsystem bedeuten würde.